Die Schenkung von Franz Holert. Letzthin war ich zum 60. Geburtstag eines Freundes eingeladen und traf dort alte Bekannte, die ich seit langem nicht mehr gesehen hatte. Es ergab sich, dass ich beim Kaffee mit einem Juristen, einer Regisseurin und einem Fotografen in einer Ecke saß. Wir waren alle etwa im selben Alter und das Gespräch kam auf die veränderten Arbeitsbedingungen in unseren Berufen und auf die veränderten Zeiten überhaupt. Als der Jurist sagte, einer der Vorteile des heute überall spürbaren Abbaus von Verwaltung sei doch ein gewisser Rückgang der Bürokratie ganz allgemein, beklagte sich die Regisseurin darüber, dass sie oft das Gefühl habe, sie müsse heute mit jedem ihrer Projekte wieder bei Null anfangen und dass sie immer öfter den Bescheid erhalte, die eine Stelle gebe nur etwas, wenn die andere Stelle ebenfalls etwas gebe und wie sie ihre Exposés und Gesuche so breit wie möglich streuen müsse und die Suche nach Mitteln mittlerweile viel mehr Zeit verschlingen als die Arbeit selbst, sodass sie persönlich unter dem Eindruck stehe, die Bürokratie nehme zu, nicht ab. Während ich mir noch überlege, wo und wann ich zuletzt in bürokratischen Ärger verstrickt gewesen war, sagte der Fotograf lächelnd, ob wir Lust hätten, ihm einen Moment zuzuhören. Er könne uns zu dieser Frage eine Geschichte erzählen, die ihm passiert sei. Natürlich hatten wir Lust. Wir schenkten uns nochmal Kaffee nach, lehnten uns zurück und er berichtete uns im Folgenden, was er mir weiter zu erzählen ausdrücklich erlaubt hat. Ich bekam, begann er, für ein Buch, zu dem ich Fotos beigesteuert hatte, einen Scheck, und da es sich um Tantiemen auf Prozentbasis handelte, lautete der Scheck nicht auf einen runden Betrag, sondern auf 202 Franken 36 Rappen. Er war auf eine Bank ausgestellt, von der sich eine Filiale in meiner Nähe befindet, und so ging ich eines Tages, als mir gerade das Bargeld ausging, bei dieser Bank vorbei und legte am Schalter den Scheck mit meiner Identitätskarte vor. Der Bankangestellte, ein jüngerer Mann mit tadelloser Krawatte und pomadisiertem Haar, fragte zuerst, ob ich bei Ihnen ein Konto habe, und als ich verneinte, notierte er sich die Nummer meiner Identitätskarte und fragte mich dann, ob der Betrag von 202 Franken 36 in Ordnung sei. Ich nehme schon an, sagte ich, oder wieso er Zweifel habe. Wegen des Rappenbetrags, antwortete er, doch das sei unüblich. Es handle sich hier um einen prozentualen Anteil an verkauften Büchern, erklärte ich ihm. Der Verlag nehme es offenbar genau, und wo denn das Problem sei? Das Problem sei, dass sie keine Rappenbeträge auszahlten. Er solle sich deswegen keine Sorgen machen, sagte ich. Es genüge mir, wenn er mir 202 Franken 35 gebe. Das könne er nicht, entgegnete der Angestellte, da ja der Scheck auf 202 Franken 36 ausgestellt sei und er ihn genauso verbuchen müsse. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ziemlich baff war. Das werde ja wohl nicht heißen, dass ich wegen eines Rappenbetrags mein Geld nicht ausbezahlt bekomme, sagte ich. Da müsse es doch irgendeine Lösung geben. Am einfachsten wäre es, sagte der junge Mann, ich würde bei Ihnen ein Konto eröffnen, dann könnten Sie mir den ganzen Betrag gutschreiben und ich könnte auch sogleich zum Beispiel 200 Franken abheben. Nun wurde ich bockig. Ich habe ein Konto bei einer der Großbanken, ich habe ein Konto bei einer ethisch einwandfreien Bank und ich habe durch meine Erbschaft ein Konto auf einer Regionalbank und das genügt mir. Ich wollte nicht noch ein zusätzliches Konto bei einer weiteren Bank, sondern ich wollte eigentlich nur schnell die 200er abholen. Sonst müsste ich halt den Scheck wieder an den Aussteller zurückschicken und ihn bitten, den Rappenbetrag abzurunden oder mir auf die nächste Auszahlung gutzuschreiben. Bei diesem Vorschlag muss sich mein Gesichtsausdruck stark verändert haben, denn der Angestellte hob abwehrend beide Hände hoch und wandte sich hilfesuchend nach hinten. Dann bat er mich einen Moment um Entschuldigung, verließ den Schalter und stellte sich weiter hinten vor den Schreibtisch seines Vorgesetzten, eines älteren Mannes mit einer Glatze und einer Hornbrille, der natürlich gerade telefonierte. Es dauerte ein paar Minuten, bis dieser sein Gespräch beendet hatte, und nun legte ihm mein Schaltermensch offenbar meinen Fall dar. Der Mann blickte kurz durch seine Brille zu mir herüber, etwas so wie der Chef eines Polizeipostens, dem gerade ein Kleinkrimineller zugeführt wird.
Dann nahm er den Scheck in die Hand und kam zu mir, gefolgt vom Angestellten, der am Problem gescheitert war. »Herr Kilchenmann«, sagte er mit erzwungener Freundlichkeit zu mir, »Sie möchten nicht ein Konto bei uns eröffnen?« »Nein«, sagte ich, »wirklich nicht, tut mir leid.« »Das tut uns auch leid«, sagte der Vorgesetzte mit dem Anflug eines Lächelns. »Das Problem ist eben...« »Ich weiß«, sagte ich, »aber ich schenke Ihnen diesen Rappen.« »Sie schenken uns diesen Rappen?«, fragte der andere ernst, während sein Angestellter den Kopf hinter seinen Schultern hervorstreckte. »Aber gern und von Herzen«, sagte ich und fügte hinzu, »wissen Sie, ein Rappen ist auch nicht mehr, was er früher war.« Der ältere Herr überhörte diesen Scherz und sagte, das lasse sich machen und ich solle mich einen Augenblick gedulden. Er werde gleich das nötige Formular holen. Es sei eins, das sie eben nicht alle Tage bräuchten. Damit ging er zum Schalterraum hinaus, um erst nach ein paar weiteren Minuten wieder zurückzukommen. Drei Blätter flatterten in seiner Hand und hinter ihm her kam, ob ihr es glaubt oder nicht, eine Sekretärin, die eine elektrische Schreibmaschine in den Armen trug. Das Problem ist, Herr Kirchenmann, sagte er zu mir, dass die Schenkungsformulare noch nicht computerisiert sind, sodass wir sie also noch mit der Maschine ausfüllen müssen. Haben Sie an das Durchschlagpapier gedacht, Frau Velasquez? Daran hatte sie nicht gedacht. Sie glaubte, sie würde eine Fotokopie machen, sagte sie. Nicht bei den Schenkungsformularen, die müssen echt sein, da jedes eine Nummer trage, sagte der Herr mit der Hornbrille, der sich inzwischen als Herr Hirschi vorgestellt hatte. Hören Sie, begann ich, das wird mir zu kompliziert. Ich glaube, ich schicke den Scheck meiner Bank. Die soll ihn dann meinem Konto gutschreiben. Herr Hirschi versicherte mir, es dauere bestimmt nicht lange und ich merkte, dass ich meine Bankomatkarte nicht dabei hatte, dass ich also sonst nochmals nach Hause müsste und während der junge Angestellte unter den Schalter kroch, um eine Steckdose für die Schreibmaschine zu suchen, beschloss ich, hier zu bleiben und auf mein Geld zu warten. Frau Velasquez brachte nun das Durchschlagpapier, spannte die Formulare in die Schreibmaschine ein, welche sie behelfsmäßig auf die Theke hinter dem Schalter gestellt hatte, und begann, meine Personalien abzufragen. Die Neugier der Bank reichte bis zu meiner Konfession, und als ich deswegen eine Bemerkung machte, sagte Herr Hirschi, der zusammen mit dem pomadisierten Jungen hinter Frau Velasquez stand und darüber wachte, dass diese alles richtig eintrug, es sei dasselbe, was auch auf den Steuerformularen stehe, da eine Kopie davon ohnehin an die Steuerverwaltung gehe. Das bringe aber für mich, fuhr er sogleich fort, gar keinen Nachteil, da ich ja der Schenkende sei, nicht der Beschenkte. Eben, sagte ich sarkastisch, der Beschenkte sind ja Sie, die Bank. Richtig, sagte Herr Hirsche, und wir müssen die Schenkung auch versteuern. Den Rappen? Fragte ich ungläubig. Sie können sich ja denken, dass es nicht der einzige ist, sagte er bedeutungsvoll und fragte mich dann, ob ich zufällig meine AHV-Nummer im Kopf habe. Könnt ihr eure AHV-Nummer auswendig? Na also. Nein, sagte ich, nein, leider nicht. Er wäre mir sehr verbunden, wenn ich ihn später noch anrufen würde, um ihm die Nummer mitzuteilen, sagte Hirschi, drängte sich an der Sekretärin vorbei und schob mir sein Kärtchen zu. Die Unterlagen blieben so lange bei ihm und er könne in diesem Fall eine Ausnahme machen und die Schenkung auch ohne meine vollständigen Angaben im Namen seiner Bank annehmen. Was ist der Zweck der Schenkung? Fragte nun Frau Velasquez und gab mir einen tiefen Blick aus ihren dunklen Augen. Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet, wohl aber Herr Hirsche. Wir schreiben in einem solchen Fall meistens Gefälligkeit, sagte er kulant. Das ärgerte mich und ich schlug etwas anderes vor. Vereinfachung einer pekuniären Komplikation. Alle drei richteten nun ihre Augen auf mich, als hätte ich eine schwere Kränkung ausgesprochen. Ja, sagte ich, darum geht es doch, nicht um Gefälligkeit. Fragend drehte sich Frau Velasquez zu Herrn Hirsche. Wir können es natürlich auch so schreiben, wenn Ihnen das besser gefällt, sagte er, und sie hämmerte meine Formulierung in die Tasten. Herr Brassel, reichen Sie bitte Herrn Kilchenmann die Formulare zur Unterschrift, sagte er zum Jungen, nachdem die Velasquez diese aus der Schreibmaschine gezogen hatte.
Sie durfte nun gehen, und während mir der junge Brastl die Formulare sorgfältig hinüberreichte, nahm die Sekretärin die Schreibmaschine unter den Arm, drehte sich um und wollte gehen. Doch da spannte sich das Kabel und die Maschine fiel krachend zu Boden. Frau Velasquez schrie auf, dass sie alle, Angestellte und Kunden, zu unserem Schalter umdrehten und vor allem mich anblickten, als führe ich gerade einen Raubüberfall durch. Frau Velasquez und Herr Hirschi tauchten nun hinter dem Schalter ab, um die Maschine vom Boden der Bank zu bergen und das Kabel aus der Steckdose herauszuziehen. Und ich signierte als Endunterzeichner drei Formulare, auf denen ich bestätigte, dass ich der Bank den Betrag von einen Rappen schenke, und gab sie dann wieder zurück, denn nun mussten sie auch noch von Herrn Hirschi gegengezeichnet werden. Dessen Kopf stieg tiefrot von unten hinter dem Schalter auf, und auch Frau Velasquez, deren schwarze Haare ihr über das Gesicht gefallen waren, rappelte sich wieder hoch und trug die Maschine sichtlich verärgert und mit schnellem Schritt aus dem Schalterraum. Hirschi setzte dreimal seine Unterschrift hin und ließ mir durch den jungen Brassel ein Exemplar des Schenkungsformulars hinausreichen. Damit stünde der Barauszahlung nichts mehr im Wege, sagte er. Er warte dann bloß noch auf meinen Anruf wegen der AHV-Nummer. Vielen Dank für die Mühe, sagte ich, faltete das Papier zusammen, steckte es ein und sagte auf Wiedersehen und wendete mich zum Gehen. Da rief mir der Angestellte nach: Und Ihr Geld? Fast wäre ich ohne mein Geld gegangen. Als ich die 202 Franken 35 einstrich, hatte ich das Gefühl, die hätte ich wirklich verdient. Oder was findet ihr? Unsere Reaktionen gingen von »Das kann man wohl sagen« bis »Ist das wirklich wahr?« Die Regisseurin stand auf und fragte, wer von uns ein Tiramisu vom Dessertbuffet wolle, und da alle eins wollten, anerbot ich mich mitzugehen. Der Fotograf ermahnte uns, bald zurückzukommen, denn die Geschichte sei noch nicht zu Ende. Wenig später saßen wir wieder in der Ecke, löffelten das Tiramisu auf unseren Knien und der Fotograf fuhr fort. Natürlich vergaß ich, den Hirschi wegen meiner AHV-Nummer anzurufen. Für einen Rappen war mir das wohl auch zu läppisch und offenbar hatte auch Hirschi anderes zu tun. Jedenfalls war für mich die Sache längst erledigt und vergessen, als ich einen Anruf des kantonalen Steueramts erhielt mit der Frage, ob ich, Kirchenmann Armin, die AHV-Nummer so und so habe. Ich schaute nach und bestätigte dies. Und dann fragte ich, worum es denn gehe. Um die Schenkung, die ich vor 2 Jahren einer Bank gemacht habe. Es habe dort auf dem Formular meine AHV-Nummer gefehlt und sie hätten sie nun nachgetragen und wollten sich nur versichern, dass sie richtig sei. Ich lachte und fragte, ob sie keine größeren Sorgen hätten. Die Höhe des Betrages, sagte mir der Mann am anderen Ende der Leitung, spiele keine Rolle. Die Unterlagen müssten einfach korrekt sein. Ich wusste nicht, ob ich mich ärgern oder amüsieren sollte und entschied mich dann für das Zweite. Aber der Ärger kam schneller, als ich dachte. 2 oder 3 Monate später rief mich ein Steuerkommissär an und bat mich, mit meinen Unterlagen bei ihm vorbeizukommen. Es ging um meine letzte Steuererklärung. Nun bin ich ja selbstständig erwerbend, muss aber sagen, und das klingt jetzt vielleicht etwas bieder, dass ich mich irgendeinmal entschieden hatte, alle meine Einnahmen anzugeben, damit ich mich ohne schlechtes Gewissen über die Leute aufregen kann, die das nicht tun und ruhig in ihren Villen am Zürichberg sitzen, während ihr Geld auf irgendeinem Offshore-Bank für sie arbeitet. Allerdings ziehe ich auch minutiös alles ab, was man abziehen kann, und das ist bei meinen Berufsauslagen nicht wenig. Meine Selbsteinschätzungen wurden während mindestens 30 Jahren akzeptiert, manchmal mit kleinen Korrekturen, und in der ganzen Zeit musste ich nur ein einziges Mal auf dem Amt anmarschieren. Deshalb war ich etwas erstaunt über diese Aufforderung. Ich packte also meine Einnahmen und Ausgabenbelege zusammen und fand mich zum abgemachten Termin bei meinem Steuerkommissär ein. Der betonte, dass es sich um eine Routinekontrolle handle, wie sie bei selbstständig Erwerbenden von Zeit zu Zeit gemacht werde, und stellte mir einige Fragen, die ich alle anhand meiner Belege beantworten konnte. Ob das möglich sei, fragte er unter anderem, dass ich für den Fotoband über die Innerschweiz, den er selbst besitze und in dem etliche Fotos von mir seien,
nur 202,35 Franken bekommen habe. Ich war zuerst einmal geschmeichelt, dass er meine Fotos kannte, dann erklärte ich ihm, dass die 10% Urheberrechtshonorar, die vom Verkaufspreis weggingen, unter allen beteiligten Fotografen proportional zu ihren Beiträgen verteilt werden und zeigte ihm auch die Vergütungsmitteilung des Verlags, welche seinerzeit mit dem Scheck eingetroffen war. Eigentlich wären es 202,36 Franken gewesen, sagte der Beamte, nachdem er meinen Eintrag mit dem Verlagsbrief verglichen hatte. Ich habe aber, sagte ich, nur 202,35 Franken bekommen, weil ich mir den Scheck bar auszahlen ließ und die Bank keine Rappen ausbezahlt. Ob ich noch wisse, um welche Bank es sich gehandelt habe, fragte der Beamte. Natürlich wusste ich das, sagte ihm auch, dass ich seither nie mehr ein solches Theater um einen solchen Betrag erlebt hätte. In dem Zusammenhang wollte er mich fragen, und nun merkte ich, dass er erst zu dem kam, weswegen er mich vorgeladen hatte, wie es komme, dass ich auf der Donatorenliste eben dieser Bank stünde. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Donatorenliste? Fragte ich. Donatorenliste? Diese Privatbank habe immer wieder Schenkungen von Kunden entgegengenommen, die sie dann in ihre Stiftung habe fließen lassen, wodurch diese Beträge dem Fiskus entzogen worden seien. Ob das nicht ein allgemein bekannter Zweck von Stiftungen sei, warf ich ein. Wenn es wirklich eine Stiftung sei, ja, sage er, aber bei dieser Stiftung seien große Unklarheiten aufgetaucht, die das Delikt des Steuerbetrugs vermuten ließen, und bei einer Kontrolle sei mein Name bei diesen Schenkungen auch aufgetaucht. Wie hoch denn der Betrag sei, den ich der Bank geschenkt habe? Ein Rappen, sagte ich. Es gehe hier um eine ernste Sache und er bitte mich, keine Witze zu machen, sagte der Beamte, der übrigens Schellenberg hieß. Ich erzählte ihm, was ich damals abgespielt hatte, und er hörte so ungläubig zu wie ihr vorhin. Dann fragte er mich, ob ich eine Kopie des Schenkungsformulars habe. Ich hatte mich aber damals so geärgert, dass ich mein Formular sofort weggeworfen hätte. Aber Sie werden doch eins haben, sagte ich. Es hat mich deswegen sogar mal jemand angerufen vom Steueramt. Wer denn das gewesen sei? Welche Abteilung? Ich hätte wirklich anderes zu tun, als mir solche Bagatellen zu merken, sagte ich. Ich könne mich an keinen Namen und keine Abteilung erinnern. Und wieso er denn das Formular nicht habe, wenn er schon meinen Namen habe? Die Unterlagen seien bei der Bezirksanwaltschaft, welche gegen die Bank ermittle, und seine Abteilung habe nur die Namen der Donatoren bekommen, und da sei ihm eben der meine auch aufgefallen. Hören Sie mal, sagte ich, und nun wurde ich langsam aufgebracht. Da bahnt sich ein gigantisches Missverständnis an. Ich wurde von der Bank gezwungen, ihr einen Rappen zu schenken, weil sie ihn mir nicht auszahlen wollten, obwohl er auf dem Scheck stand. Ich müsse zugeben, dass das nicht sehr wahrscheinlich klinge, sagte Schellenberg, und es sei sehr schade, dass ich den Beleg nicht aufbewahrt habe. Wer bewahrt denn einen Beleg über einen geschenkten Rappen auf, sagte ich. Hier haben Sie alle meine Ausgabenbelege. Das sind sogar Telefonate für 1,20 Franken oder Fotokopien für 2,50 Franken dabei. Aber ein Rappen liegt einfach unterhalb jedes vernünftigen Buchhaltungsinteresses. Es falle ihm eben auch auf, sagte Schellenberg, dass mein Vermögen in den letzten Jahren konstant abgenommen habe, und er frage sich, ob das mit Schenkungen an die besagte Privatbank zu tun habe. Das habe damit zu tun, dass ich vor Jahren eine Erbschaft gemacht habe, übrigens korrekt versteuert und mir seither Ausgaben gestatte, die ich mir sonst nicht leisten könnte, sagte ich mit wachsendem Unmut, und er solle sich doch bitte an die Realität halten. Das tue er, aber es gehe ihm eben ein paar Lücken in dieser Realität. Ich bat ihn um ein Telefonbuch, damit ich gleich von hier aus Hirschi anrufen und ihn wegen der Donatorenliste zur Rede stellen könne. Bei dieser Gelegenheit könne er ihm, sagte ich, auch die Geschichte mit dem Rappen bestätigen. Ich bekam das Telefonbuch, ich bekam die Bankfiliale, aber Herrn Hirschi bekam ich nicht. Der arbeite nicht mehr bei der Bank, wurde mir mitgeteilt. Ob man mir sagen könne, wo er wohne, fragte ich.
Es handle sich, fügte ich mit einem Seitenblick auf Schellenberg bei, um etwas Wichtiges. Herr Hirsche, so lautete die Auskunft, sei leider gestorben. Ein Moment lang war ich erschrocken, wie immer, wenn mich eine Todesnachricht erreicht. Dann wurde ich sachlich. Herr Hirsche ging mich wirklich nichts an, und ich sagte zum Steuerbeamten, er könne machen, was er wolle, er dürfe ruhig mein Einkommen um einen Rappen hinaufsetzen. Ich hätte finanziell nicht das Geringste zu verbergen, und auch den Ermittlungen der Bezirksanwaltschaft sähe ich mit Gelassenheit entgegen, was meine Schenkung an die Bank betreffe. Wieder zu Hause rief ich nochmals die Bank an und verlangte jemanden, der für Schenkungen zuständig war. Über Schenkungen führten sie keine Telefongespräche, klärte man mich dort auf. Ich könne aber unter Mitnahme meiner Identitätspapiere jederzeit bei Ihnen vorbeikommen und Herr Brassel verlangen. Der Name rief mir die Szene damals wieder in Erinnerung. Aha, dachte ich, die Bank hat kalte Füße und schickt einen Jungen an die Front. Ich überlegte mir, ob sich der Gang lohnte angesichts eines Rappens, aber dann sagte ich mir, dass es ja nicht um einen Rappen gehe, sondern um das Prinzip. 2 Tage später, als ich mit einem Auftrag etwas früher fertig geworden war, ging ich zur Bank und verlangte Herr Brassel. Ich glaubte, einen Ausdruck von Sorge im Gesicht der Dame zu erkennen, die mich im Schalterraum abholte und mir mit ihrem Badge verschiedene Türen öffnete, bis ich in ein als Sitzungszimmer 3 bezeichneten Raum saß und gebeten wurde, hier auf Herrn Brassel zu warten. Im Raum stand ein großer, runder Tisch aus Tropenholz mit einem Computer, darum herum ein paar schwere Stühle und an der Wand hing ein Foto von Herbert Mäder, sein Alpabzug mit den Schafen in dichter Kolonne auf dem steilen Bergweg. Ich war etwas überrascht, als nicht der junge Pomadige eintrat, sondern ein gesetzter Herr mit grauem, gescheiteltem Haar und sich als Brassel vorstellte. Ich erzählte ihm die Episode mit dem Scheck und dem Rappen sowie das Nachspiel auf dem Steueramt und fragte ihn, wie es käme, dass ich auf der Donatorenliste ihrer Bank stehe, auf einer Liste, die zurzeit bei der Bezirksanwaltschaft liege, nicht nur wegen Verdachts auf Steuerbetrug, sondern auch auf Geldwäscherei, wie ich inzwischen in der Zeitung gelesen hatte. Herr Brassel lächelte. Das mit der Geldwäscherei sei absolut haltlos, genauso wie das mit dem Steuerbetrug. Das werde die Untersuchung hoffentlich rasch zutage bringen. Aber natürlich sei das für die Bank sehr ärgerlich, da ihr schon der bloße Verdacht schade. Dass ich auf die Donatorenliste gekommen sei, möge zwar angesichts der Geringfügigkeit des Betrages etwas merkwürdig anmuten, sei aber ein automatischer Vorgang bei Ihnen. Wenn ich es wünsche, könne er meinen Namen sofort von dieser Liste löschen. Natürlich wünschte ich das. Er setzte sich an den Computer, gab ihm einige Daten ein, stieß dann offenbar auf meinen Namen, stutzte einen Moment und fragte mich, ob ich den Schenkungsbeleg dabei hätte. Nein, erwiderte ich leicht gereizt. Nein, ich pflege Quittungen unter 5 Rappen nicht aufzubewahren. Aber es sei außer dem verstorbenen Herr Hirschi ein junger Mann seines Namens dabei gewesen. Mein Neffe, sagte er jovial und fuhr dann fort, es sei in Ordnung, mein Name sei gelöscht. Ob er das bitte auch der Bezirksanwaltschaft mitteilen könne, fragte ich. Das gehe wohl nur im Namen. Sorry. Das gehe wohl nur im Rahmen einer Einvernahme, sagte er. Maßgeblich sei dort das Material zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung. Ich will aber nicht, dass mein Name auf der Donatorenliste Ihrer Bank steht, sagte ich. Wenn ich das beim Gericht erreichen wolle, würde er mir empfehlen, einen Anwalt zu nehmen, was vielleicht ohnehin nicht das Dümmste wäre, sagte er mit einem nochmaligen Blick auf den Bildschirm, bevor er das Programm schloss. Ich gab auf. So wichtig sei es mir auch wieder nicht. Ich hätte ihn ohnehin schon zu viel Zeit mit dieser Bagatelle verloren. Aber das Vorgehen der Bank finde ich indiskutabel. Schade, dass ich das Herrn Hirschi nicht mehr sagen könne. Woran er übrigens gestorben sei, fragte ich plötzlich. Brassel Senior hüstelte. Tja, sagte er, er hat uns verlassen. Selbstmord, fragte ich. Stumm hob Brassel Schultern und Hände. Und Ihre Stiftung? Womit beschäftigt sich die? Sie versucht, menschliches Leid zu lindern und engagiert sich vor allem in Lateinamerika. Sie baut
und unterhält in Venezuela soziale Einrichtungen für Waisen und Straßenkinder. Er forderte dann über die Gegensprechanlage eine Dokumentation an, die mir alsbald von Frau Velasquez mit den schwarzen Haaren gebracht wurde. Ich könne diese Stiftung natürlich gerne mit einer freiwilligen Spende unterstützen, sagte mir der gepflegte Graue, und ich sagte dann, ich wolle lieber zuerst die Ergebnisse der Untersuchung abwarten. Auf dem Heimweg dachte ich über Hirschis Tod nach. Für junge Menschen gab es genügend Gründe, sich umzubringen, auch für Lehrer, Künstler und Berufsoffiziere. Aber wenn sich ein Bankangestellter umbringt, kann es fast nur um Geld gehen. Ob Hirschi mit dieser dubiosen Stiftung zu tun gehabt hatte? Ich blätterte zu Hause den Prospekt durch. Es war das Übliche. Im vorderen Teil Fotos von zerlumpten Kindern, die auf Abfallhalden nach Brauchbarem suchen. Im zweiten Teil glücklich lachende Kinder mit Zahnlücken an einem Esstisch vor gefüllten Tellern oder in sauberen T-Shirts auf einem kleinen Fußballplatz. Und im Hintergrund ein schlichtes, sauberes Gebäude, das nun ihre Wohnstätte ist. Ich hatte auch schon mal einen größeren Auftrag für eine Hilfsorganisation. Am selben Abend klingelte das Telefon und eine Frau, die sich als Roberta Heinzmann vorstellte, fragte mich, ob sie mich aufsuchen könne. Es gehe um besondere Aufnahmen, die sie machen lassen wolle, und sie möchte das mit mir besprechen. Ich mache ja Porträtaufnahmen und von Frauen mache ich auf Wunsch auch besondere Aufnahmen, wenn ihr wisst, was ich damit meine, und so vereinbarten wir für den nächsten Tag ein Gespräch. Es war eine sehr elegant angezogene und gut aussehende Dame, die dann vor meiner Tür stand. Ich schätzte sie auf etwas über 40. Sie wissen, weshalb ich komme? Fragte sie, als wir in meinem Arbeitszimmer saßen. Ich denke schon, gab ich zur Antwort und fragte sie, ob sie die Aufnahmen lieber in meinem Studio machen lassen wolle oder woanders. Was meinen Sie mit woanders? Was weiß ich, bei Ihnen zu Hause, am Swimmingpool oder auf dem Pferd, dort, wo Sie eben wollen. Die Dame lächelte und sagte, sie sähe, dass ich doch nicht wisse, warum sie komme. Es gehe um die Donatoren der Bank, zu denen ich offenbar auch gehöre, genauso wie Sie. Oh, sagte ich, das ist ein Missverständnis und wollte ihr erklären, wie es dazu gekommen war, aber sie ließ mich nicht ausreden. Das sagen die meisten, die ich darauf anspreche, aber sie brauchen vor mir gar nichts zu verstecken. Wir sind im Besitz der Donatorenliste, die bei der Bezirksanwaltschaft liegt, und wir finden, dass wir gemeinsam unsere Interessen verteidigen sollten. Wer ist wir? Fragte ich. Einige der Hauptbetroffenen, sagte sie. Na, sagte ich, da gehöre ich nun wirklich nicht dazu. Auch das, sagten die meisten, fuhr sie fort, und sie möchte mir nur mitteilen, dass sie in 3 Tagen um 20 Uhr ein Treffen bei ihr zu Hause hätten, und sie legte mir ihr Kärtchen mit einer Adresse auf dem Zollikerberg hin. Ich könne es mir bis dahin immer noch überlegen, aber ein koordiniertes Vorgehen sei auf alle Fälle besser als ein zersplittertes. Es werde ein Anwalt ihres Vertrauens dabei sein, und sie dächten an eine Interessengemeinschaft, welche diesen auch bezahlen würde. Die Frau war knallhart, und ob ihr es glaubt oder nicht, ich kam nicht dazu, ihr meine Geschichte mit dem Rappen zu erzählen. Sie wollte sie einfach nicht hören. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich ging dahin, aus Neugier. Ich wollte wissen, was das für Leute waren, die ihr Geld in eine solche Stiftung butterten, und ich wollte wissen, was sie zu befürchten hatten, wenn diese Stiftung durchleuchtet wurde. Bei genauerem Studium der Dokumentation hatte ich nämlich eine eigenartige Entdeckung gemacht. Ich musste meinen alten Volvo-Kombi in einiger Entfernung von der Villa Heinzmann parkieren, denn da stand schon eine Reihe von Mercedes und BMWs davor. Ein richtiges Dienstmädchen mit einem Häubchen nahm einem den Mantel ab, falls man einen dabei hatte. Ich hatte keinen, und auch die Tasche, die ich an einem Schulterriemen trug, wollte ich nicht abgeben, obwohl mir das ein überraschend junger Butler vorschlug. Dann wurde ich von der Hausherrin begrüßt und zu einem Buffet mit Snacks, Prosecco, Weißwein und Orangensaft geführt. Sie überlasse es den Besuchern, ob sie sich gegenseitig vorstellen wollten, sagte sie, da es sich um eine Angelegenheit handle, in der Diskretion gefragt sei. Ein Hausherr war nicht zu erkennen. Ich nahm ein Glas Orangensaft,
biss in einen Grissini-Stängel und schaute mich um. Im Salon herrschte eine seltsame Stimmung. Ich sah nur zwei Grüppchen, die sich zu dritt unterhielten. Die anderen standen oder saßen einfach da und schauten auf das Glas in ihrer Hand. Einen davon kannte ich sofort. Es war der Direktor einer Elektrizitätsgesellschaft, mit dem ich einige Male zu tun gehabt hatte, als ich deren Kraftwerke und Stauseen für ihre Jahresberichte fotografierte. Ich suchte seinen Blick, aber er vermied es, in meine Richtung zu schauen. Ich war vorsichtshalber in meinem dunklen Anzug erschienen, mit dem ich auch als Fotograf an gehobene Anlässe gehe, aber ich war deutlich der am schlechtesten angezogene Gast. Ein paar Frauen waren auch darunter, eine davon von bestürzender Schönheit, dann aber auch zwei alte Eulen, die ich als Schwestern ansah. Etliche rauchten, damit sie wussten, wohin mit den Händen, so dass auch ich keine Hemmungen hatte, mir eine Zigarette anzuzünden. Nun begrüßte die Hausherrin die Anwesenden, erinnerte sie nochmals daran, dass absolute Diskretion im Interesse aller und somit selbstverständlich sei, und übergab dann ihrem Rechtsanwalt die Leitung des Treffens. Dieser eröffnete dem erlauchten Kreis, dass das Stiftungsvermögen so lange blockiert sei, bis die Ermittlungen der Bezirksanwaltschaft abgeschlossen seien. Das hieße aber auch, dass ihre Partnerbank in Venezuela die Zahlungen an sie vorderhand einstellen müsse. Wichtig für sie alle sei, dass der Zweck der Stiftung ein wohltätiger sei und dass sie, sollte jeder Fiskus Einblick in die Zahlungen bekommen, sie diese, wie mit der Bank abgemacht, als Rendite eines lateinamerikanischen Riskfonds ausgeben müssten. Das sei ja ungeheuerlich, sagten die beiden Eulen. Sie hätten bereits den Umbau ihres Landsitzes in Alicante veranlasst und wo sie denn jetzt das Geld dazu hernehmen sollten. Der Anwalt fuhr dann fort, sie hätten natürlich alle gewusst, dass mit dieser Investition ein Risiko verbunden sei und falls er von den Anwesenden ein Mandat in dieser Sache bekäme, ginge es vor allem darum, eine Klage wegen Steuerbetrugs abzuwenden, sowie darum, der Bank gegenüber den Anspruch auf das einbezahlte Vermögen geltend zu machen. Das erste sei leichter als das zweite, denn sie seien alle des guten Glaubens gewesen, eine steuerfreie Stiftung zu unterstützen. Das zweite allerdings könne kaum auf gerichtetem Wege, sondern nur bankintern hinter verschlossenen Türen erreicht werden, da sie das Geld ja offiziell gespendet hätten und sich die Bank schon vor 2 Monaten von Hirschis Stiftung distanziert habe, mit den allen bekannten bedauerlichen Folgen. Und natürlich wäre es besser gewesen, wenn ihnen Hirschi als Verantwortlicher erhalten geblieben wäre. Trotzdem sei es nicht aussichtslos, da für die Bank ihr Ruf auf dem Spiel stehe und es ja auch so etwas wie Kundenbindung gebe. Und dann kam der Hammer. Als der Anwalt bekannt gab, für alle, die heute Abend hier seien, gehe es um Beträge von mindestens 1 Million und dann fragte, ob jemand da sei, der mit weniger drin hänge, meldete ich mich, ohne allerdings meine bescheidene Investitionssumme zu nennen. Und das sagte doch der Anwalt, das dürfe kaum möglich sein, denn auf die Donatorenliste seien nur Kunden gesetzt worden, die von 1 Million an aufwärts gespendet hätten. Ich winkte ab und sagte, ich würde das gerne am Schluss der Besprechung unter 4 Augen mit ihm bereden. Die Sitzung wurde dann ziemlich chaotisch, indem alle durcheinander zu sprechen begannen. Es wurde gezischelt, getuschelt, geschimpft, lamentiert. Man hörte Vorwürfe. Der Direktor der Elektrizitätsgesellschaft sagte zur Schönen, nur ihretwegen sei er da hineingeschlittert. Einen Vorwurf, den diese umgehend an die Hausherrin weitergab, welcher offenbar in diesem Kreise eine besondere Bedeutung zukam, als hätte sie die meisten zu dieser Geldanlage angestiftet. Man solle sie bitte schonen, sagte ein Herr mit einem weißen Bärtchen, der neben ihr stand. Sie hätte wirklich durch den tragischen Tod ihres Freundes genug gelitten. Hirschi mit Glatze und Hornbrille, der Freund der edlen Roberta? Und als Retailbanker getarnt, der raffinierte Drahtzieher einer Geldwaschanlage oder wie oder was?
Mir kreiste der Kopf, als ich all das hörte, aber in einem ruhigen Moment sagte ich zu den Versammelten, ich sei wohl bei den wenigen, die wirklich nicht wüssten, was es mit dieser Stiftung auf sich habe, aber ich mache sie darauf aufmerksam, dass im Stiftungsprospekt auf einem der Fotos aus Venezuela ganz klar der Illimani im Hintergrund zu sehen sei, der höchste Berg Boliviens, den ich sehr gut kenne, und dass dies den Untersuchungsbehörden kaum entgehen dürfe. Die Ratlosigkeit und der Katzenjammer waren mit Händen zu greifen. Der Einzige, der an diesem Abend profitierte, war der Anwalt, der sein Mandat bekam. Als ich ihn später nach Beendigung des offiziellen Teils auf die Sache mit der Donatorenliste ansprach, ging er ein paar Schritte mit mir zum Steinway-Flügel, entnahm seinen Aktenkoffer, ein Sichtmäppchen, das er auf dem schwarz glänzenden Deckel des Instruments legte, und fragte mich nach meinem Namen. Ihre Anlage, sagte er mir nach einem Blick in die Liste, ist tatsächlich etwas eigenartig. Sie beträgt 1 Million Franken und ein Rappen. Ich musste mich am Flügel festhalten. Das kann ja nicht wahr sein, sagte ich. Dieses Geld habe ich nie besessen. Und dann erzählte ich ihm die Geschichte mit dem Scheck. Und natürlich stellt auch er mir sofort die elende Frage, ob ich den Schenkungsbeleg noch habe. Und ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich ihn weggeschmissen hatte. Aber auf einmal tauchte das Formular vor meinem inneren Auge wieder auf. Ich sah die 1 im zweiten Rappenfeld. Ich sah die 0 davor und es war mir, als ob links davor der große Balken, in dem man den Frankenbetrag einfüllen konnte, aufblinkte. Er war leer. Er war weder mit Nullen besetzt noch mit Strichen unschädlich gemacht. Und wer immer illegales Geld zu deponieren hatte und einen Strohmann brauchte, konnte dort später in aller Ruhe seine Millionen eintragen. Als ich mich von der Hausherrin verabschiedete und ihr sagte, ich beteilige mich nicht an dem gemeinsamen Anwalt, da ich in einer ganz anderen Art betrogen worden sei, bedauerte sie das sehr. Doch als ich zur Tür hinausgehen wollte, trat mir der junge Butler in den Weg und bat mich, ihm meine Kleinkamera auszuhändigen, mit der ich aus der seitlichen oberen Öffnung der Mappe ein paar Bilder geschossen hatte. Oh, sagte ich, das hätte ich beinahe vergessen, nahm sie heraus und gab sie nicht ihm, sondern Roberta Heinzmann, indem ich ihr mit einer kleinen Verbeugung sagte, sie hätte mich doch um besondere Aufnahmen gebeten, hier seien sie und sie könne sie nachher gleich am Computer ausdrucken. Der Butler schaute sie fragend an. Sie nickte und ich ging unbehelligt an der schönen, beleuchteten Statue eines griechischen Jünglings vorbei, durch das Garagentor hinaus zu meinem Wagen. Bravo, rief die Regisseurin, das ist ja filmreif. Können wir da nicht ein Drehbuch draus machen? Während der Jurist und ich wissen wollten, wie es weitergegangen war und was aus seiner Million geworden war. Wie es weitergegangen ist, wollt ihr wissen? Sagte der Fotograf. Das wüsste ich selbst gerne. Die Versammlung war vor 2 Tagen. Gestern früh rief mich Roberta an und sagte, sie hätte kein passendes Verbindungskabel von meinem Apparat zum Computer und ob ich bei ihr vorbeikommen könne. Ihr Butler hat mir aber gar nicht gefallen und ich schob einen größeren Auftrag vor, den ich leider zurzeit gar nicht habe. Ebenfalls gestern traf eine Vorladung der Bezirksanwaltschaft ein. Ich hätte nächste Woche zu einer Einvernahme zu erscheinen betreffend Donatorenliste. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob man dort im Besitz meines von Hirschi oder wem auch immer frisierten Schenkungsformulars ist. Wenn ja, hätte ich wohl ziemlich Mühe, meine Geschichte mit dem Rappen plausibel zu machen, die ja schon ihr kaum glauben wolltet, und noch größere Mühe zu erklären, woher ich denn die gespendete Million haben sollte. Im Übrigen verstehe ich überhaupt nicht, was hier läuft. Ich durchschaue den Trick mit dieser Stiftung nicht. Ich nehme an, dass sie irgendein Alibi-Hilfswerk in Venezuela hat, das seine Zahlungen an die Anleger bei uns als Kosten deklariert oder was weiß ich. In Lateinamerika kannst du dir jeden Beleg kaufen, aber letztendlich muss es sich um Geldwäscherei handeln. Die Bank wird alles auf ihren Angestellten schieben, dessen Selbstmord einem Schuldbekenntnis gleichkommt.
Immerhin habe ich ein paar schöne Fotos, die ich vielleicht einmal gut verkaufen kann, wenn die Sache in ihrem ganzen Ausmaß publik wird. Und das kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Ich dachte, du hättest deine Kamera abgeben müssen, sagte ich. Nur die, die der Butler gesehen hat, antwortete der Fotograf. Aber meine Streichholzschachtelkamera, die ich jedes Mal abdrücke, wenn ich mir eine Zigarette anzünde, habe ich wieder mit nach Hause genommen. Die Bilder darauf sind erstaunlich scharf geworden und ich habe gestern ein bisschen im Pressearchiv gestöbert und weiß nun von ein paar Leuten, wer sie sind. Ihr würdet euch wundern, wer da mit wem bei den Geschäftigen war. Sorry. Ihr würdet euch wundern, wer da mit wem bei den Geschädigten ist. Pass auf dich auf, Armin, sagte die Regisseurin und ich schloss mich dieser Ermahnung an. Sag mal, fragte der Jurist, wann musst du zur Bezirksstaatsanwaltschaft? Nächsten Dienstag, sagte der Fotograf. Möchtest du, dass ich dich begleite? Der Fotograf schaute ihn nachdenklich an. Danke, sagte er, das wäre vielleicht nicht schlecht. Damit wir uns richtig verstehen, sagte der Jurist hinzu, ohne Honorar. Das kommt nicht in Frage, sagte der Fotograf. Und damit wir uns richtig verstehen, zahle ich es dir im Voraus, jetzt gleich. Er zog seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, nahm ein Geldstück heraus und drückte es dem anderen in die Hand. In Ordnung, sagte dieser, als er sein Honorar angeschaut hatte. Ich komme.